Hallo Rollenspielfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect Andromeda und wir sind immer noch auf EOS und haben für diese Folge uns vorgenommen, hier nochmal Steine klopfen zu gehen und dann düsen wir hier mal zu dieser Cat-Basis, glaube ich. Ich überlege gerade, ich glaube von hier aus müssen wir da hochkommen irgendwie. Ja, so machen wir es. Aber erstmal werden wir noch diese Mineralien scannen. Und ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt hier nicht an irgendeiner Cat-Basis hängen bleibe. Waren wir bei der? Sehen alle gleich aus. Weitermacht Dünen. Auf jeden Fall sieht es ja irgendwie wunderschön aus, finde ich. Obwohl es alles nur Sand ist. Nur diese Dinger, die machen irgendwie. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ja, das holen wir uns jetzt. Das war hier irgendwo, ne? Da. Eine Vanadiumprobe. Die VI arbeitet zufriedenstellend. Bla bla bla. Okay, einsammeln können wir es nicht. So, dann Karte und auf. Ja, wir machen das jetzt. Wobei, ey, warte mal, wir können das einfacher machen. Wir müssen ja nicht hindüsen. Mensch, die Karte ist so ausgewählt in der Mitte. Wir machen eine Schnellreise dorthin. So, und da sind wir dann auch schon. Und zur Cat-Basis. Ah, da haben wir es ja schon, da sehen wir es ja schon. Ja, die müssen wir jetzt erstmal beobachten wahrscheinlich. Da ist ja noch dieser Schild vor. Ja, wie kommen wir am besten hoch jetzt? Ich glaube, wir mussten hier lang irgendwo. Wir waren ja schon mal da oben. Ich glaube, hier mussten wir hoch. Ich orte vor Ihnen ein Lager der Cat. Naja. Genau, wir sind hier so rumgeeiert. Ah, der Nomad ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. So. Jetzt stellst du die Frage, ob wir da jetzt einfach so reinkommen. Nicht von hier aus. Vielleicht irgendwie unterirdisch oder so. Könnte ich mir vorstellen. Hier werden wir wohl nicht einfach durchfahren können. Autsch. Nee, das können wir nicht. Ja. Dann würde ich sagen, wie machen wir es? Oder fahren wir einmal drum rum? Versuchen wir da hochzukommen? Gute Frage, gute Frage. Wir fahren mal da hinten rum. Es ist auch alles nicht so sicher, ob das. Ja, wir fahren jetzt einfach mal hier runter.
Hier ist schon mal kein Höhleneingang. Mal gucken, vielleicht wenn wir, vielleicht kommen wir von da oben irgendwo dahin. Oh. Ich glaube, das ist Cat-Tech. Halten Sie die Augen offen. Ist das eine Höhle? Das ist so duster. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das wollte ich nur gerade mal probieren, ob hier vielleicht am Eingang irgendwo was ist. Ich glaube nicht, dass wir hier drinnen so eine Drohne hinbeordern können. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Hier waren wir doch. Ist doch egal. Wir werden sie Ihnen jedenfalls nicht überlassen. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Wenigstens ist es hier drin kühler. Hier waren wir doch schon mal. Aber hier ist kein Zugang irgendwie zu dieser Anlage. Aber hier waren wir ja bereits drin. Das haben wir alle schon gemacht hier. Die Frage ist, wie kommen wir in diese Kettenanlage rein? Autsch. Die so nah ist. Da muss es doch einen Weg geben. Irritiert mir etwas. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich sehe aber jetzt auch keinen Weg. Na, warte mal. Wir gucken jetzt mal von hier aus. Es muss doch einen Weg da reingeben, verdammt. Sieht aber absolut nicht danach aus. Also ich glaube, wir müssen diesen Schild abschalten erst. Ich sehe aber auch... Ich weiß es nicht. Wir fahren nochmal höher. Wir waren ja auch schon mal, denn da hinten steht ein Pott. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Weh, jetzt schießt ja einer rum. Wir erst mal gucken. Auf jeden Fall einiges los da. Na gut, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Genau zwischen die Augen. Und das, der Hammer ist, die reagieren nicht mal aus der Entfernung.
Finde ich gut. Guck mal, er guckt einfach nur zu, wie sein Kollege umfällt. Gut, vielleicht hätte ich noch andere umnieten sollen. Erst. Aha, jetzt geht's los. Jetzt duckt er sich wieder weg. Wer schießt hier noch? Da oben. Da auch. Ja, toll. Wenn du mit dem Fadenkreuz hingehst, dann ducken sie sich weg, die Penner. Na, ist er zum Mäusemelken? Ja, den Dicken aus dieser Entfernung zu kriegen, ist nicht ganz so einfach. Wow. Ey. Was ballert denn hier so heftig auf uns? Toll. Komm vor, du Penner. Der ist nicht tot. Ah, scheiße. So, jetzt dürfte es nur der Dicke sein, oder? Aua. Ich weiß nicht, was da auf uns ballert. Ist da irgendwo ein Geschütz oder sowas? Da, jetzt habe ich was gesehen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Schüsse wir da brauchen werden, um das nicht kaputt zu kriegen. Wahrscheinlich müssen wir das wirklich timen. Wo ist denn der Dicke? Die laden auf. Erinnert mich ein bisschen an den... Wow. An den Architekten. Na, wo ist der Dicke? Hast du gut gemacht. Dreck. Hartnäckig, dieses Geschütz. Lieber Herr Gesangsverein. Nur eins haben wir noch. Wo ist das andere? Wo ist das andere Geschütz? Hier waren noch zwei. Was ist denn das da? Erstmal hier alles einsammeln. Ob wir was scannen können. Aber wo war denn das zweite Geschütz, sag mal? Wahrscheinlich hat das irgendjemand anders schon zerstört gehabt, eben. Okay, was ist jetzt hier? Eine gesperrte Konsole. Freischalten. Konsole online. Bleiben Sie innerhalb Ihres Radius. Ach du Kacke. Sie greifen an! Na toll. Wacht, wacht, wacht.
Ich sehe hier nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Aber wir müssen ja hier in dem Radius bleiben. Hast du dir gedacht? Komm, wie lange dauert das hier? Systemzugriff abgeschlossen. Ich bin hier fertig. Okay. Was jetzt? Hier rein oder? Wahrscheinlich. Okay, erstmal das Einsammeln. Wir können mal eben. Ich wollte eigentlich mit dem Profil nicht mehr so viel rumhantieren. So, hier, damit wir mal ein paar Energiezellen dabei haben. Okay. Dann würde ich sagen, marschieren wir hier mal rein. Oh oh, hier ist aber echt viel. Viele Behälter mit Munition und so weiter. Achtung, Cat! Wie kann es sein, dass sie durchbrechen? Wir sind auf maximaler Kapazität. Ich nehme an, das ist der befehlshabende Cat. Wow, bin mal tot. Und die Idiot hat natürlich nicht gespeichert vorher. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe natürlich nicht gespeichert. Das war natürlich blöd. Und ich durfte jetzt übrigens 5 Minuten warten, bis das Spiel geladen war. Mal wieder. Also das Problem scheint nicht nur auf Vault zu bestehen, sondern auch hier auf EOS und wahrscheinlich auch allgemein. Okay. Nächste Versuch. Jetzt waren wir mal ein bisschen dichter direkt dran. Wir haben Ziele. Wobei das nicht so schlau war. Denn das hat ja gut geklappt, die ersten mit dem Sniper platt zu machen. Das war wahrscheinlich überhaupt nicht schlau. Ich glaube auch, möglicherweise... Sind wir ein bisschen zu früh hier. Scheiße. Das hat gar nichts gebracht. Der saß. Der auch. Komm hoch. Komm wieder hoch. Scheiße. Wow. Ah, hier ist noch ein Arschloch hinter. Da ist das andere Geschütz. Jetzt sehen wir es. Das ist Geschichte.
Und auch das ist Geschichte. Aber ich glaube, hier ist noch irgendwo da oben. Gute Arbeit. So. Jetzt haben wir nochmal dieses Spiel. Okay, dann das Ganze nochmal. Terminell aktiv. Bleiben Sie in Reichweite. Wenn die Schüsse sitzen, dann klappt das auch. Ist nur ein bisschen schwierig, weil man hier nicht so viel sieht. Scheint hin zu sein. Aber da hinten ist noch einer. Achso, ich soll hier bleiben, ne? Hab ich vergessen. War es das? Abgeschlossen, Pathfinder. Wir haben, was wir brauchen. Okay. Warte mal, da steht ja immer noch die Cat-Präsenz untersuchen. In den zentralen Bereich des Stützpunkts eindringen. Okay. Ich speichere jetzt mal. Super. Ach, leck mich am Arsch. Jetzt können wir wieder nicht speichern. Ganz ehrlich, das kotzt mich richtig an. Wenn das jetzt nicht klappt, dann machen wir die Quest später. Ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass wir möglicherweise ein bisschen zu früh hier sind. Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen im Hintergrund. Setze eine Überlastung ein. Damit wir hier nicht gleich wieder die Arschkarte gezogen haben. Okay, da ist ein Gesalb dahinter. Jetzt ist er nicht mehr gesalbt. Jetzt ist er nur noch tot. Okay. Wir sammeln erstmal ein, würde ich sagen. Der hat Überreste. Ein bisschen scannen vielleicht. Da drüben ist noch Medigel, das holen wir jetzt aber nicht. Okay. Also wir sind jetzt in dieser Kuppel. Ich kann mir vorstellen, dass wir sie hier abschalten können, oder? Ist die Kuppel aus, oder? Nee. Optional die Schildgeneratoren überlasten. 0 von 2. Okay, wir sollen die jetzt überlasten. Okay, ich verstehe. Verstärkung! Überwältigt diese Tiere! Wie viele von denen gibt es hier eigentlich? Gute Frage. Den Dicken zuerst haben. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein.
Genau, mach ihn platt, VI. Okay. Einen müssen wir noch. Ich würde sagen, die gehen wir weiter hier rum, oder? Oder gehen wir zurück? Nee. Wir gehen hier weiter. Alles ruhig. Da wartet mit Sicherheit noch mal einiges auf uns, aber jetzt wollen wir erstmal den Schild deaktivieren, würde ich sagen. Aber mir passiert ja nicht viel. Aha, jetzt. Wollt ihr mich verarschen? Wir hätten doch von der anderen Seite kommen sollen. War's das schon? Nee. So. Ja, haben wir gemacht. Aber der Schild ist immer noch an. Ach, wir müssen jetzt nochmal zurück zu dem Terminal. Oder ist das noch ein anderes Terminal? Das ist ja jetzt da oben, ne? Okay. Oh, jetzt aber. Jetzt ist das Schild aus. Unsere Perfektion kennt keine Niederlage. Hast du dir gedacht, du Arschloch? Okay, so, wir schauen uns mal kurz um hier. Vielleicht hätten wir... Genau, das vergesse ich nämlich immer gerne. So, die Übersetzung ist zwar unvollständig, aber diese Konsole könnte möglicherweise eine Sicherheitsabriegelung aufheben. Das haben wir herausgefunden schon. Ja. Ja, genau das gleiche. Okay, dann gehen wir mal hier. Wir können auch hier durchgehen. Wieso? Wieso vibriert mein Gegner? Mein oh. Das, mein Gamepad hat total extrem vibriert gerade. Wo denn? Ah, hier. Lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Irgendwo dahinter. Da oben kommt wieder einer. Gesalbter ist dahinter. Okay, wir nehmen eine andere Waffe. Ich hasse Gesalbte. Worauf wartet denn der? Ja, komm wieder vor.
Scheiße. Der ist hin. Na, ich glaube, der war noch nicht hin, glaube ich. Mein lieber Schwan, das sind aber viele hier, ey. Okay, ich bräuchte mal Munition. Okay, wo haben wir eine Munitionskiste? Da ist Medigel. Da. So, weiter geht's. Probiere ich jetzt gleich mal von hier. So, Kollegen. Dann kommt mal aus euren Löchern raus. Okay, das klappt nicht, wie es aussieht. Tja. Erledigt. Dieser Ort ist riesig. Und wir haben ihn eingenommen. Sicher? Meinst du, das war's? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr wartet doch mit Sicherheit noch so ein, wie hieß denn der nochmal, der Typ? Dem wir auf Volt schon begegnet sind. Ah, wie hieß er denn? Naja, von wegen eingenommen. Achtung, Cat! Die Frage ist jetzt, wo? Ich sehe überhaupt nichts. Pathfinder, Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Nicht gut. Verstärkung für uns? Das wäre geil. Ah, da ist irgendein Alarm ausgelöst worden, glaube ich. Den Alarm über die Sicherheitskonsole ausschalten. Okay, hier hoch. Wie diesen verfickten Alarm ausschalten. Shuttle im Anflug, Pathfinder. Ja, ich glaube, der lebt noch. Oh. Nicht so gut. Keine Ahnung, wo der runtergefallen ist. Ist auch egal. Wir schalten den Alarm ab. Wenn wir es finden. Okay. Hier offenbar nicht. Was ist das hier?
Wow, 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 wow. Nicht gut. Stirb doch endlich, du Arschloch. Unfassbar. Mein lieber Schwan, warte mal, muss ich das normal machen? Das habe ich doch eben gemacht. Ich glaube, das war ein Fehler. Boah, das ist aber jetzt hier wieder sehr undurchsichtig, ehrlich gesagt. Hallo, was passiert denn hier? Ja, ich würde den Alarm gern deaktivieren. Ich weiß nur nicht wo. Hier sind lauter Punkte. Was ist denn das hier? Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich bin überfordert gerade. Weil ich einfach nicht weiß, wo ich hin soll. Granate! Okay, da oben. Lieber Schwan. Zwei von drei. Also einen müssen wir noch. Und 60 Meter. Ich glaube, das ist der, den wir schon haben. Ne? Da drüben müssen wir jetzt hin. Wie auch immer wir da hochkommen. Ich weiß es nicht. Hier auf jeden Fall. Da. Eieieiei. Und offenbar kommen da halt immer mehr. Aber jetzt nicht mehr. So. Das war es aber noch lange nicht, wie es aussieht. Was ist das hier? Deaktivieren, was auch immer. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Okay, das war's jetzt offenbar. Was jetzt? In den zentralen Bereich des Stützpunkts eindringen. Der ist da. Ich will kurz mal eben hier ein bisschen gucken. Da, das können wir noch scannen. Und hier war noch irgendwo ein Behälter, habe ich gerade gesehen. Hier. Wahrscheinlich können wir noch lauter Sachen einsammeln, theoretisch hier. Aber wir gehen jetzt in den zentralen Bereich. Und ich glaube, damit müssen wir jetzt hier runter, ne? Da hinten.
Ich weiß nicht, ist das so schlau? Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal platt hier, damit wir Ruhe haben. Erstmal ein bisschen. Falsche Waffe dafür. So. Wo noch? Da. Ja. Es muss doch langsam gut sein hier. Jetzt gehen wir hier rein. Ja, meine Stimme versagt hier heute irgendwie so ein bisschen, halt das Gefühl. Ach du Scheiße, das war noch längst nicht alles, glaube ich. Ich glaube, das war noch längst nicht alles. Ich glaube, dass hier jetzt wohl noch nach unten geht oder so. Das wird mich nicht wundern. Und deshalb, da wir schon mal 45 Minuten sind, beende ich die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ich denke, dann werden wir wieder so ein... Mensch, wie hieß der denn nochmal? So ein Ältester, so ein Cat-Ältester. Naja, ich schätze, dem werden wir auch wieder begegnen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.